Das Studium der Bibel gehört für alle jungen Mädchen zur Ausbildung, auch für Mathilde, die Tochter von Otto dem Großen. Ab ihrem 5. Lebensjahr wird sie im Stift erzogen und auf ihre künftige Rolle als Äbtissin vorbereitet. Eine Chance zu heiraten hat sie nicht. Dahinter steckt ein Machtkalkül ihres Vaters. Otto der Große befürchtet, dass ein Schwiegersohn über kurz oder lang Ansprüche auf den Thron erheben könnte. Eigentlich soll dem König der eigene Sohn als Herrscher folgen. Der Schwiegersohn soll keine Rolle spielen. Die Heirat der Königstöchter war immer ein Problem. Denn wenn Männer Königstöchter geheiratet hatten, stellten entweder schon sie selber oder ihre Nachkommen immer natürlich höhere Herrschaftsansprüche. Und das hat zu vielen Konflikten geführt. Deshalb hat Otto der Große für seine Töchter klare Pläne. Wenn seine Töchter nicht mit einem auswärtigen Königssohn verheiratet werden konnten, dann blieben sie unverheiratet und wurden eben Äbtissin. So auch seine Tochter Mathilde. Sie ist erst 11 Jahre alt, als sie 966 zur Äbtissin geweiht wird und muss doch sofort die ganze Verantwortung tragen. Sie ist hochgebildet, studiert auch die eigene sächsische Geschichte. Widukind von Corvey hat sie extra für Mathilde aufgeschrieben. Der Autor widmet ihr das Werk mit lobenden Worten. Der Herrin Mathilde, die durch jungfräuliche Blüte, kaiserliche Hoheit und einzigartige Weisheit glänzt. Man kann davon ausgehen, dass diese Sachsengeschichte deswegen geschrieben worden ist, um die Mathilde wirklich mit allen politischen Problemen sowohl der Geschichte Sachsens, das geht ja seit der Landnahme los, und dann aber vor allen Dingen der Regierungszeit Heinrichs und Ottos des Großen vertraut zu machen. Also ich habe das politikfähig machen genannt. Und Mathilde wird politisches Geschick beweisen. Über 30 Jahre leitet sie erfolgreich das Stift und baut es aus. Als Mitglied des ottonischen Herrscherhauses reicht ihre Macht aber noch weiter. Zeitweise vertritt sie sogar den König, wenn er abwesend ist. Dann müssen mächtige Männer auf das Wort einer Frau hören. Eine Seltenheit im Mittelalter. Sie beruft Hoftage ein und führt die politischen Geschäfte, ganz wie ein König.